Ein See im Norden der Bundesrepublik, im Grenzgebiet zur DDR. Der Zaun ist ein Fremdkörper inmitten der Naturidylle. 1.393 Kilometer ist die Einzäunung lang, die vom anderen deutschen Staat errichtet wurde und Natur und Landschaft willkürlich zerschneidet. Für die Menschen, die auf beiden Seiten von Metallgittern, Wachtürmen, Alarmanlagen und Stolperdrähten leben, ist dieser Zaun nahezu unüberwindlich. Aber er wird es hoffentlich nicht ewig bleiben. Die Natur, meine lieben Zuschauer, kennt keine Grenze. Sie ist auf Freiheit begründet und reich ist sie durch Freiheit. Diese schönen Worte hat Friedrich Schiller schon vor fast 200 Jahren gesagt. Mauern, Zäune, Stacheldraht sind unnatürlich. Und unnatürlich ist auch diese innerdeutsche Grenze, denn sie zerschneidet die Verbundenheit von Nachbarn und natürlich gewachsene Natur- und Kulturbereiche. Aber im Schatten der Grenze, dort wo das Niemandsland für den Menschen feindlich, ja unwirtlich wird, dort hat sich eine interessante Tier- und Pflanzenwelt erhalten und entfalten können. Und in diese Grenzbereiche unseres Landes möchte ich Sie einmal in meiner heutigen Sendung führen. Doch erinnern wir uns zuvor, wie dieser Schnitt mitten durch unser Land entstand, wie aus dem sogenannten Eisernen Vorhang nach 1945 ein realer Metallgitterzaun wurde. Aus der sowjetischen Zone flohen in den ersten Nachkriegsjahren Millionen Menschen über die grüne Grenze in den Westen. Am 26. Mai 1952 pflügten und eckten DDR-Grenztruppen einen 10 Meter breiten Todesstreifen quer durch das Land. Beim Betreten wurde ohne Warnung geschossen. Brücken, Straßen, Bahnen wurden bis auf die Verbindungen nach Berlin abgeriegelt. Bretterzäune, zum Teil auch erste Mauern, zerteilten Grenzdörfer und Städte. Dann, am 13. August 1961, baute die DDR die Mauer um Berlin. Zum Wach- und Sperrsystem gehören auch scharfe Hunde, die an Laufstangen gekettet sind. Und dann über Jahre auch Minen und Schussautomaten. 1984 wurden sie gegen elektronische Grenzsicherungsgeräte ausgetauscht. Hinter dem 3,20 Meter hohen Metallgitterzaun liegt heute eine Kette tief gestaffelter Sperranlagen. Beginnen wir unsere Erforschung der Natur- und Tierwelt entlang der deutsch-deutschen Grenze im Norden der Bundesrepublik, im Gebiet der Lauenburgischen Seen. Breit wie die Trasse einer Autobahn ist hier brutal die Schneise der DDR-Staatsgrenze mitten durch Wälder und Felder, durch Feuchtgebiete an Seeufern entlang planiert worden. Hier wird glaubwürdig, was Astronauten berichten: Vom Weltraum aus ist die deutsch-deutsche Grenze neben der chinesischen Mauer das einzige sichtbare Menschenwerk. So einschneidend, so tragisch diese Grenze für viele Menschen auch war, die Vogelwelt hat von der Lage der Seen im Schatten der Grenze profitiert. Auf dieser Insel nisten ungestört Kormorane. Auf dem See landen auch hunderte von arktischen Gänsen, viele überwintern sogar. Einheimische Graugänse, die Charaktervögel Norddeutschlands, brüten hier erfolgreich in ansehnlicher Zahl. Zwei der Seen sind wichtige Stationen für den europäischen Vogelzug. Aufgrund ihrer besonderen, für Menschen unzugänglichen Lage bieten sie besten Schutz. Ein See gehört zwar zur Bundesrepublik, ist aber nahezu von DDR-Grenzanlagen eingeschlossen. Ein anderer liegt gleich hinter den Grenzsteinen der DDR
und hat deshalb von westlicher Seite keinen Zugang. An einigen der lauenburgischen Seen, die doch von regelrechten Sumpfwäldern eingefasst sind, haben Ornithologen zur Zeit des Vogelzuges 40.000 Vögel gezählt, unter ihnen manche Art, die auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere steht, und andere, die erst in den letzten Jahrzehnten langsam wieder in ihre angestammte Heimat zurückgekehrt sind, aus der man sie einst vertrieben hat. Eine besondere Erfolgsgeschichte gibt es von den Kormoranen zu berichten, die hier nach fast 100 Jahren wieder regelmäßig brüten. Heute ist es die größte Brutkolonie, die wir in der Bundesrepublik haben. Es ist Fortpflanzungszeit. Auch wenn die Jungen schon geschlüpft sind, bauen die Kormorane weiter an ihren Nestern. Einige holen sich das Reisig vom volkseigenen Ufer, andere stehlen es aus unbewachten Nestern ihrer westlichen Nachbarn. Vor Beginn der Paarungszeit wachsen den sonst schwarzen Vögeln an Kopf und Hals helle Schmuckfedern und an den Seiten erscheinen weiße Tupfer, die man Brutflecken nennt. Die Balzfedern fallen nach erfolgter Paarbildung wieder aus. Die Brutflecken bleiben bis zum Schlüpfen der Jungen. Gerade ausgebrüteten Küken wird von den Eltern der Futterbrei von Schnabel zu Schnabel gereicht. Die älteren Jungen dagegen stecken Kopf und Hals tief in den Schlund der Altvögel. Die Lieblingsspeise ist fetter Aal. Wer nicht schnell genug ist, dem wird von dem Geschwister der Bissen aus dem Schnabel genommen. Der Elternvogel schafft ausgleichende Gerechtigkeit. Im Schatten der Grenze ist hier ein Vogelparadies entstanden. Arten, die anderswo von Fischern als Konkurrenten und von Bauern als Schädlinge verfolgt werden, haben im Vorfeld der menschenfeindlichen Grenze Schutz und Zuflucht gefunden. Auch wenn solche Bilder den Eindruck einer heilen Natur im Schatten der Grenze erwecken, habe ich Bedenken zu verallgemeinern. Denn immer wieder gibt es Störungen, zum Beispiel durch Bautrupps, die Stacheldraht, Mauern und Zäune gezogen, Minen gelegt und wieder geräumt haben. Die letzten Minen wurden hier im Süden des Lauenburgischen Seengebiets im Jahr 1986 beseitigt. Immer wieder gibt es auch Patrouillenflüge von Hubschraubern auf östlicher und westlicher Seite, die mit ihrem Lärm die Stille zerknattern. Nur 150 Meter vom Grenzzaun entfernt nistet trotz der Störung hier immer noch eine Kolonie von Graureihern. Solange die Erinnerung der Menschen hier zurückreicht, gibt es sie schon. Bei einigen Reiherkolonien haben die Chronisten ein Alter von über 500 Jahren nachgewiesen. Mit über 60 Brutpaaren ist diese Nistkolonie die größte im östlichen Schleswig-Holstein. Auch wenn es für alle Jungen genügend Nahrung gibt, überleben von 5 geschlüpften Küken meistens nur die 3 Ältesten, die den jüngeren Geschwistern bei der Fütterung stets zuvorkommen, ja, sie regelrecht unterdrücken. Im Alter von einem guten Monat machen die Jungreiher ihre ersten Ausflüge. Mit 2 Monaten verlassen sie die Kolonie und suchen sich ein eigenes Jagdrevier. Die Reiherkolonie hier nahe der Grenze verdankt ihr Überleben, wie andere Kolonien auch, dem Einsatz von Förstern und Vogelfreunden, die dafür sorgten, dass die Nistbäume nicht abgeholzt wurden.
Manche Angler und Fischer sehen im Graureiher, der auch Fischreiher genannt wird, einen Konkurrenten, einen überflüssigen Fresser und damit Schädling. Ornithologen haben allerdings längst nachgewiesen, dass der Reiher neben kleinen Fischen auch die Feinde der Fischbrut erlegt, wie zum Beispiel die Wollhandkrabbe und den Gelbrandkäfer. Da der Zugang zu etlichen Seen für Menschen gesperrt ist, können die Reiher hier im Schatten der Grenze zumeist ungestört fischen. Und Fisch gibt es hier genug. Denn dort, wo weder Abwässer noch Pestizide eingeschwemmt werden, haben Wasser und Nahrung noch vorindustrielle Qualität. Auch dies ist ein Grund, dass es im Bereich der 132 Kilometer langen Grenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg noch einen Artenreichtum gibt, wie er anderswo in der Bundesrepublik nicht mehr zu finden ist. Bereits 1972 hat die Umweltstiftung WWF hier ein überregionales Naturschutzprogramm gestartet. Auch hat das nördlichste Bundesland ein Programm zum Schutze der Natur an der schleswig-holsteinisch-mecklenburgischen Landesgrenze beschlossen. Dazu gehört auch der Vorschlag einer Zusammenarbeit mit der DDR im Natur- und Landschaftsschutz. Das Ziel ist, hier eines Tages grenzüberschreitende Naturschutzgebiete zu schaffen. So wie es bereits gemeinsame Naturparks mit Belgien, Luxemburg und Holland gibt. Aber noch gibt es im Bereich der deutsch-deutschen Grenze keine Normalisierung auf dem Gebiete des Naturschutzes. In diesem Forst südlich der Lauenburgischen Seen roden Waldarbeiter der DDR das Gelände vor dem Metallgitterzaun. Es steht hier 100 Meter östlich des eigentlichen Grenzverlaufs. Solche Kahlschlagaktionen, die von den DDR-Grenztruppen zur besseren Kontrolle unternommen werden, bringen immer wieder Unruhe für die Tierwelt. Die Abholzung des Geländes auch vor dem Schutzstreifen verbreitert die Narbe in der Landschaft stellenweise auf 2000 Meter. Bodenlebende Tiere haben seit langem keine Chance mehr, die Zäune zu überwinden. Für sie ist dieser Zaun zumindest das eine Ende der Welt. Dagegen bietet der Grenzstreifen einigen Vogelarten neuen Lebensraum. Zum Beispiel der Heidelerche, die in ihren ursprünglichen Verbreitungsgebieten stark zurückgegangen ist, und dem Brachpieper. Von ihm gibt es bei uns nur noch wenige Brutpaare, etliche davon auf DDR-Grenzbrache. Auf den geräumten, sonnenwarmen Flächen finden die kleinen Vögel reichlich Insektennahrung. Unter den vielen Pieperarten ist der Baumpieper noch immer der häufigste. Manchmal benutzt er Grenzpfähle als Singwarte. Meistens haben diese oben allerdings spitze Nägel, um zu verhindern, dass die Hoheitszeichen von den Vögeln beschmutzt werden. Ornithologen haben herausgefunden, dass Heidelerchen, Brachpieper und Baumpieper die Kahlschlaggebiete nicht nur als Nahrungsquelle, sondern auch als Brutreviere nutzen. Doch durch die Rodung geht anderen Arten auch Lebensraum verloren. Hoffen wir, dass niemand auf die Idee kommt, das Gelände mit Spritzmitteln freizuhalten, die, wie bei uns auch, in der DDR noch massiv eingesetzt werden. Gehen wir doch einmal zurück in das Grenzgebiet der Lauenburgischen Seen. Eine Rohrammer singt. Im Schilf lebt auch eine der größten Seltenheiten unserer heimischen Vogelwelt, der Kranich. Die einzigen Gebiete, in denen der Kranich in der Bundesrepublik noch brütet, befinden sich im Grenzgebiet zur DDR in Schleswig-Holstein und Niedersachsen.
Die wirtschaftlich uninteressante Randlage hat es mit sich gebracht, dass es für die Kraniche überhaupt noch Reste halbwegs angemessener Lebensräume gibt. Entscheidend für die Erhaltung der Art aber war vor allem der unermüdliche Einsatz einer Vielzahl freiwilliger Helfer. Sie stellten den natürlichen feuchten Zustand ehemaliger Kranichbiotope wieder her und schirmten monatelang die Balz- und Brutreviere gegen Störungen ab und ermöglichten die Wiederansiedlung weiterer Paare. ,30 Meter können die Kraniche groß werden. Bei ihrer Balz schreiten und verbeugen sie sich in würdevoll anmutender Haltung, bis das Weibchen durch Ausbreiten der Flügel seine Paarungsbereitschaft bekundet. Wir haben das Glück des Geduldigen. Es gelingt eine seltene Filmaufnahme von der Hochzeit der Kraniche. 7 Sekunden lang. Die Ehe der Kraniche dauert das ganze Leben. Sie beginnt im Alter von 3 oder 4 und kann 20 Jahre und mehr währen. Die folgenden Aufnahmen, meine lieben Zuschauer, sind nicht in deutschen Brutrevieren entstanden. Denn bei uns darf man Kraniche grundsätzlich nicht am Nest filmen und fotografieren. Deshalb haben auch wir, um keinen Jungvogel oder gar eine ganze Brut zu riskieren, auf Aufnahmen in Deutschland verzichtet und im skandinavischen Norden gefilmt, wo der Kranich noch häufig ist. Die Paare haben meist 2 Eier. Männchen und Weibchen wachen und brüten abwechselnd 28 Tage lang. Nach dem Schlüpfen dauert es noch fast 3 Monate, bis die Jungen flügge sind. Stören Menschen unbedacht das Nest, so verlassen die Eltern oft ihre Brut und der Nachwuchs eines Jahres ist verloren. Manchmal aber kehrt ein Paar auch im nächsten Jahr nicht mehr zurück und es dauert lange, bis ein anderes Paar das Revier annimmt. Kein Wunder, dass die Vogelschützer so schlecht auf Störenfriede zu sprechen sind. Nichts ist deshalb für die Kraniche so wichtig wie ruhige, ausreichend große Feuchtgebiete. Dass es diese nur noch im Schatten der Grenze gibt, ist ein beschämendes Zeugnis für den ökologischen Zustand unseres Landes. Hier im Naturpark der Lauenburgischen Seen in unmittelbarer Nähe zur Grenze haben es Mitarbeiter der Umweltstiftung WWF in enger Zusammenarbeit mit Behörden, mit Bauern, mit Jägern erreicht, dass Feuchtgebiete als Brutreviere der Kraniche nicht nur erhalten, sondern ganz entscheidend vergrößert wurden. Und der Erfolg besteht darin, dass aus einstmals 6 Brutpaaren heute nahezu 30 Brutpaare dieser herrlichen Vögel hier leben. Meine lieben Zuschauer, man kann Natur sehr wirksam erhalten. Wir sehen das hier. Man braucht nicht immer über Umweltzerstörung zu klagen. Und es ist sehr erfreulich, dass die Naturschützer auch in anderen Grenzbezirken wie in Niedersachsen, in Hessen und in Bayern zu ähnlichen Ergebnissen gekommen sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie alle einmal Gelegenheit hätten, die herrlichen Großvögel in freier Natur zu erleben. Denn dieses Erlebnis würde sicherlich dazu führen, dass auch Sie sich für den Kranichschutz begeistern. Das geht aber nur außerhalb der Nistzeit. Denn Kraniche sind so scheu, dass die Naturschützer sie an den Horsten bewachen müssen. Denn Störungen würden zweifellos dazu führen, dass die Vögel nicht allein von den Horsten, sondern sogar aus ihren Nistbezirken vertrieben werden. Bisweilen kann man im Herbst und Oktober auch bei Dunkelheit sogar über unseren Großstädten das vielstimmige, heisere Schreien der Kraniche vernehmen, wenn sie auf den Wanderungen nach Norden sind. Natürlich hört es nur, wer noch versteht, auf die Stimmen der Tiere zu hören. Wer in den Landkreisen Lauenburg, Lüchow-Dannenberg oder im hessischen Obersuhl wohnt, hat die größten Chancen, sie zu sehen
weil sie dort ihre Rastplätze haben. Zwei Meter zwanzig beträgt die Spannweite dieser großen Vögel, die in der Luft und am Boden auch mich immer wieder aufs Neue begeistern. Hier an einem lieber ungenannten Ort im Grenzgebiet zur DDR haben sie ihre Schlafplätze in den Feuchtgebieten auf westlicher Seite, während sie sich kurioserweise tagsüber im Osten auf den Feldern einer LPG, einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, sattfressen. Dort haben wir sie auch mit unseren Teleobjektiven beobachtet. Vielleicht bevorzugen die Kraniche die Felder drüben, weil sie dort nicht durch Tourismus und Verkehr gestört werden, von einem gelegentlichen LPG-Trecker abgesehen. Im Frühjahr ziehen die Kraniche von hier aus weiter zur Insel Rügen, wo sich die Schwärme sammeln und in schier endlosen Ketten die Ostsee überqueren. Im Herbst wandern die Kraniche über ganz Deutschland und Frankreich nach Spanien und einige noch weiter nach Afrika. Wenige Minuten nach dem Auffliegen ordnet sich der Schwarm zur typischen Keilformation. Bei der Führung lösen sie sich gegenseitig ab. Auf unserem Weg weiter nach Süden, die Grenze entlang, ist es Winter geworden. Im Überschwemmungsgebiet der Elbe, die hier die Grenze bildet, haben viele tausend Wasservögel ein Winterquartier gefunden, in dem sie vor Störungen und Nachstellungen weitgehend unbehelligt sind. Zwerg- und Singschwäne, von den Höckerschwänen leicht am gelben Schnabel zu unterscheiden, sind von den nordischen Seen, an denen sie brüten, ins gewöhnlich mildere Norddeutschland gekommen. Im Hintergrund der Metallgitterzaun, der über die Länge von 94 Kilometern die Elbe vom DDR-Hinterland trennt. Zwischen dem Zaun und dem Fluss ist am Ufer und im Vorland eine menschenunzugängliche Zone entstanden, die im Winter immer mehr Wasservögel anzieht. Unter ihnen neben Bläss- und Graugänsen viele Entenarten und Zwerg- und Singschwäne. Die Idylle wird nur von den Wachbooten beider Seiten und den Flussschiffen gestört. Hier an der Elbe wird der Unterschied zwischen einer politischen und einer natürlichen Grenze, wie Fluss und Land sie bilden, bewusst. Natürliche Grenzbereiche sind niemals öd und leer, sondern artenreiche Lebensräume. Dazu gehören die Überschwemmungsflächen der Flüsse, in denen auch der Bisam lebt. Wie andere Lebewesen nutzt auch er diese Übergangszone, die den Vorteil zweier Lebensräume bietet. Von Wasser und Land. Wenn wir im deutsch-deutschen Grenzgebiet immer noch eine erstaunliche Artenvielfalt vorfinden, so liegt dies vor allem daran, dass hier einige Feuchtgebiete dem Trockenlegungseifer von Bürokraten und Landwirten entgangen sind. Das hat hier auch den Moorfrosch überleben lassen. Zur Paarungszeit bekommen die Männchen, die sonst braun wie die Weibchen sind,
ein hübsches himmelblaues Hochzeitskleid. Selten geworden und deshalb geschützt sind auch die Rotbauchunken. Ihre glockenhellen, weithallenden Balzlaute klingen so ungewöhnlich, dass der Unkundige zunächst keine dicke Unke vermutet. Unsere Reise entlang der Grenze ist für mich auch eine Reise in die Vergangenheit unserer Tierwelt, so wie sie noch vor 50 Jahren auf dem Lande allgegenwärtig war. Mit der Vernichtung der Lebensräume und der Ausrottung von Tieren und Pflanzen wird ja nicht nur die Natur immer ärmer, sondern auch unsere eigene Erlebniswelt und die unserer Kinder. Denn wie sollen Menschen heute und künftig Naturverständnis bekommen, wenn sie weder Storch noch Kiebitz in freier Natur erlebt haben? Auch die Kreuzotter findet man heute in ihrem angestammten Lebensraum erst nach langem Suchen. Ich möchte Sie aber gleich warnen. Fassen Sie keine Schlange an, die Sie nicht kennen. Am besten gar keine. Wozu auch? Im Frühling kann man im Überschwemmungsgebiet der Elbe auch manchmal eine Uferschnepfe sehen. Nimmermüde scheinen die schwatzenden Rohrsänger zu sein. Dies ist der Drosselrohrsänger. Der für viele Ohren schrill und abweisend klingende Gesang einiger Rohrsänger hat wohl zu der Redensart geführt, jemand schimpfe wie ein Rohrspatz. Hier singt der Sumpfrohrsänger. An ihrem Federkleid sind die Rohrsänger nicht leicht zu unterscheiden. Ein weißer Augenstreifen, dunkel gerahmt, kennzeichnet den Schilfrohrsänger, der sich im Weidengebüsch aufhält. Im dichten Schilf dagegen brütet der Teichrohrsänger. Sein Gesang ist mit dem des Schilfrohrsängers leicht zu verwechseln. Auch für Fachleute ist es gar nicht so einfach, die äußerst ähnlichen Rohrsänger zu identifizieren. Das Nest des Teichrohrsängers ist ein kunstvoll aus Schilfhalmen und Gräsern geflochtenes Körbchen. Schwankend, aber sicher ist es luftig aufgehängt. Als die DDR Anfang der 50er Jahre anfing, ihre Grenze mit Stacheldraht und Todesstreifen zu sperren, verbot sie ihren Bauern, die Felder und Weiden auf westlicher Seite zu nutzen. Einige der Flächen wurden von ehemaligen Nachbarn bewirtschaftet, andere blieben brach liegen und verwilderten, zur Freude der Naturschützer. Auf einer solchen Brache entdecken wir die neuen Töter. Seine ökologische Nische hat hier auch das Braunkehlchen gefunden. Brütende Schwäne kennen viele aus unseren Parks. Sie sind eigentlich nichts Besonderes. Anders aber dieses Paar. Sein Nest liegt haarscharf auf westlicher Seite des Grenzgrabens. Während dieses Paar noch brütet, haben seine Artgenossen auf der östlichen Seite des Grenzgrabens schon Junge. Schwäne sind während der Brutzeit recht aggressiv. Hoffen wir deshalb, dass es zwischen den westöstlichen Nachbarn nicht zu Auseinandersetzungen kommt, ob die Grenze wie an der Elbe in der Mitte oder am Rande verläuft. Wie die Kraniche und die Graugänse leben auch die Schwäne in lebenslanger Ehe. 35 Tage dauert die Brutzeit. Bald nach dem Schlüpfen verlassen die Eltern mit den Jungen das Nest. Gibt es auf dem Gebiete des Naturschutzes zwischen der DDR und der Bundesrepublik bisher vorwiegend nur Absichtserklärungen, so haben doch andere Vereinbarungen auch einen positiven Nebeneffekt für die Natur gehabt. So wurde sicher vielen Störchen das Leben gerettet, als beide Staaten Ende der 70er Jahre beschlossen, ungenutzte, grenzüberschreitende Energiefreileitungen abzubauen. Denn neben der Zerstörung der Naturlandschaft durch Trockenlegung von Feuchtgebieten
ist es vor allem die Verdrahtung der Landschaft, die zu einem katastrophalen Rückgang der Störche bei uns geführt hat. Über 60% der Todesfälle junger Störche sind auf Freileitungen zurückzuführen. Um den Bestand der Störche wieder zu vergrößern, haben Bauern und Vogelfreunde den Störchen auf Häusern und Scheunen Nistplätze angeboten. Es wurden sogar eigens Nistmasten aufgestellt, die von Meister Adebar auch angenommen wurden. Solche Nisthilfen und das reiche Nahrungsangebot in der nicht so dicht verdrahteten, oft noch naturbelassenen Landschaft des Grenzgebietes bieten dem Weißstorch vielleicht doch noch eine Zukunft, eine Chance zu überleben. 10 Kilometer östlich von Wolfsburg liegt der Drömmling, eines der wertvollsten Feuchtgebiete der Bundesrepublik. Neben dem üblichen Metallgitterzaun, Schutzstreifen und Patrouillenweg versperren hier noch zusätzlich Gitter die Gräben. Frosch und Fisch kommen trotzdem hindurch und alles, was Flügel hat, oben drüber. Allein 33 Libellenarten gibt es im Drömmling. Das haben Zoologen der Technischen Universität Braunschweig herausgefunden. Insgesamt leben hier über 300 Arten von Tieren und Pflanzen, die an vielen anderen Orten schon ausgestorben sind. Neben den Prachtlibellen, die nur existieren können, wo es reines Grabenwasser gibt, sieht man allerdings auch zunehmend Heidelibellen, die anzeigen, dass das Feuchtgebiet austrocknet. Vor 200 Jahren war der Drömmling noch ein undurchdringlicher Sumpf. Im 19. Jahrhundert entstand durch Trockenlegung Weiden und Äcker. Nach der Grenzziehung 1952 verlandeten die Entwässerungsgräben. Aus dem brachliegenden Land wurde wieder ein Feuchtgebiet, ein Platz auch für Laubfrösche. In den letzten Jahren allerdings entzog ein Wasserwerk dem Drömmling wieder zunehmend das Grundwasser. Zusätzlich wurde durch Entwässerungsmaßnahmen auf DDR-Seite auch vom westlichen Teil Wasser abgeleitet. Naturschützer und Bezirksregierung engagierten sich, um den Abfluss zu stoppen. Auch die Bundesregierung setzt sich für grenzüberschreitenden Naturschutz im Drömmling ein und erstmals zeigte sich die DDR im Naturschutzbereich bereit, konkrete Einzelmaßnahmen abzustimmen. Die Jagdspinne hat also durchaus Chancen, dass ihr genügend sauberes Wasser zum Leben erhalten bleibt. Ihre vielen 100 Jungen bleiben nach dem Schlüpfen noch eine Zeit lang als Kugelhaufen geballt zusammen, von der Mutterspinne bewacht. Bei Gefahr laufen die kleinen Spinnen auseinander, um sie später wieder zusammenzuballen. Hoffen wir das Beste für die Erhaltung des Drömmling und seiner Artenfülle, die für heutige Naturverhältnisse erstaunlich ist. Der Grenzübergang Duderstadt im Süden des Harzes. Ein ruhiger Kontrollpunkt, genutzt vor allem im kleinen Grenzverkehr. Das hat auch diesen regelmäßigen Grenzgänger, einen Fasanenhahn, bis jetzt überleben lassen. Aus unerfindlichen Gründen hat er hier seinen Lieblingsplatz. Wahrscheinlich sucht das Männchen dieser Hühnervogelart, die ja als nicht besonders klug gilt, hier im Schatten der Grenze die Sonne, um sein Prachtgefieder voll zur Geltung zu bringen. Von der abgeschiedenen Grenzlage haben auch einige Säugetierarten profitiert. Im unmittelbaren Grenzbereich, da wo Fuchs und Has sich Gute Nacht sagen, wird auf Tiere nicht geschossen. Eines der wenigen Lebewesen, denen es gelingt, die Sperrwerke der DDR zu untergraben, ist der Dachs. Zwar reichen die Betonplatten unterhalb des Metallgitterzauns 1 Meter tief in den Boden,
Doch die Gänge und Höhlen der Dachse liegen 3, manchmal sogar 5 Meter unter der Erde. Die Tunnel können 30 Meter lang sein. Sie münden von allen Seiten in einem Kessel, in dem die Dachse gelegentlich von benachbarten Familien besucht werden. Diese Bilder, aufgenommen bei Herleshausen, zeigen die andere Realität der Grenze. Hunde sind an Laufstangen gefesselt. Auch ein Kapitel unseres Themas Tiere im Schatten der Grenze. Zusammengenommen sind die Anlagen 180 Kilometer lang. 2000 Hunde sind daran gekettet. Es sind Bilder, die wir neben den vielen schönen Aufnahmen, die wir Ihnen gezeigt haben, nicht vergessen dürfen. Vom 1400 Kilometer langen Sperrgürtel mitten durch die Lebensräume der Tiere sind auch viele, zum Teil uralte Wanderwege des Wildes durchgeschnitten worden. Wie Wildbiologen festgestellt haben, ist das Rotwild im Grenzbereich so gezwungenermaßen zum Standwild geworden und richtet nun durch den erhöhten Verbiss junger Bäume zusätzlichen Waldschaden an. Gleiches gilt auch für die Wildschweine, deren Wühltätigkeit nun auf das jeweils eigene Staatsgebiet beschränkt ist. In vielen Bereichen der Grenze mitten durch Deutschland haben sich, wie ich Ihnen zeigen konnte, grüne Inseln für unsere bedrohten Tiere und Pflanzen erhalten. Ein Grund ist die geringe Industrialisierung. An manchen Stellen aber bekommen Natur und Menschen auch auf unserer Seite geballt den Umweltschmutz von drüben zu spüren. Auch das soll nicht unerwähnt bleiben. 3 Beispiele nur. Wir befinden uns im Gebiet der Werra. Auf der anderen Seite liegt das thüringische Kali-Revier. Pro Jahr kippt die DDR die Menge von 15.000 Güterzügen Abromsalz in den Fluss. Pro Stunde einen Zug mit 50 Waggons. Der Salzgehalt der Werra ist doppelt und dreifach so hoch wie der der Nordsee. Biologisch ist sie ein toter Fluss. 2000 Kubikmeter ungereinigte Industrieabwässer fließen allein aus dieser DDR-Fabrik täglich in die Saale. Die letzten Feuchtgebiete werden auch durch die eingespülten Düngemittel und Gifte ruiniert, die in Unmengen in der Landwirtschaft verwendet werden. Auch deshalb ist Umweltschutz eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit. Ein Thema, das auch für die deutsch-deutsche Verständigung eine vordringliche Aufgabe sein muss. Im Naturschutzgebiet Räden von Obersuhl geht unsere Expedition durch die Heimatnatur zu Ende. Auch hier ein Feuchtgebiet. Auch hier haben engagierte Naturschützer die Chance ergriffen, ein zwischenzeitlich 100 Jahre lang trockenliegendes Gebiet wieder zu bewässern und der Tierwelt zurückzugeben. Ein weiteres ökologisches Kleinod, unmittelbar am Metallgitterzaun. Denkt man an die Geschichte dieser Grenze mitten durch Deutschland, dann kann man ihr wohl kaum etwas Positives abgewinnen. Vielleicht bietet sie aber uns Naturschützern noch eine Chance. Wie wir gesehen haben, gibt es im Schatten der Grenze noch intakte Lebensräume, Refugien der Natur mit einer reichen Tier- und Pflanzenwelt, ein verlockendes Ziel für ein gemeinsames Naturschutzprojekt von Ost und West. Ich jedenfalls, meine lieben Zuschauer, kann mir kein besseres Denkmal für eine überwundene deutsch-deutsche Grenze vorstellen als einen großen Nationalpark von der Ostsee bis zum Thüringer Wald. Statt des Wettkampfs der Systeme um politische und ökonomische Vorherrschaft wünsche ich mir einen friedlichen ökologischen Wettstreit, eine Abrüstung im Krieg gegen die Natur, eine Zukunft in gemeinsamer Partnerschaft für den Umweltschutz.
dann könnte Naturschönheiten wie diese nicht nur im Grenzbereich, sondern auch in anderen deutschen Landschaften zu sehen sein. Nehmen Sie diesen herrlichen Eisvogel. Er ist gefährdet in Ost und West. Hier im Schatten der Grenze hat er sich behaupten können. Vielleicht ein Symbol für unsere gemeinsame Verantwortung. Denken Sie darüber nach, meine lieben Zuschauer, in der Bundesrepublik Deutschland und in der Deutschen Demokratischen Republik. Shh.